Nach dem großen 71er-Erfolg Der Seewolf wird die Reihe der koproduzierten Abenteuer-Vierteiler, die die Zuschauer inzwischen als festen Bestandteil des Fernsehprogramms zur Weihnachtszeit ansehen, erst am 23.12.1973 fortgesetzt. Nicht nur der späte Sendeplatz im Hauptabendprogramm erscheint für eine Walter-Ulbricht-Produktion etwas ungewöhnlich, sondern auch seine Form. Cagliostro, so der deutsche Titel dieser Zusammenarbeit mit dem französischen Fernsehen ORTF, erscheint im ZDF lediglich in drei Teilen. Aber ungewöhnlich ist nicht nur die Erscheinungsform dieser Produktion, sondern auch Inhalt und Entstehung. Die fernsehgerechte Umsetzung des Romans Josef Balsamo von Alexandre Dumas stellt gerade für den französischen Vertragspartner eine sehr reizvolle Aufgabe dar. Diesmal geht es nicht nur um eine gut zu erzählende Abenteuergeschichte, sondern auch um die Aufbereitung eines Kapitels französischer Geschichte. Josef Balsamo gehört zu dem Romanzyklus Erinnerungen eines Arztes, welcher Schicksale historischer und fiktiver Gestalten vor dem Hintergrund des Rokoko und der Französischen Revolution schildert. Der für eine Fernsehverfilmung sehr attraktive Stoff reizt die Koproduktionspartner ZDF und ORTF schon gegen Mitte der 60er Jahre. Bis zu den ersten konkreten Arbeitsschritten, wie zum Beispiel der Erstellung des Drehbuchs oder dem Abschluss von Vorverträgen, vergeht jedoch einige Zeit. Im August 1971, nachdem die Finanzierung und der zu benötigende Zeitrahmen für Josef Balsamo abgesteckt sind, sollen die Dreharbeiten beginnen. Die Federführung obliegt diesmal den Franzosen sowie den Produktionsfirmen Technisonor Paris und der Tele München. Das bedeutet, dass die Bildung des Stabs, die Auswahl der Drehorte sowie die Besetzung von Regie und Titelrolle in Paris festgelegt werden, wobei sich das ZDF eine Option auf eventuell notwendig erscheinende Änderungen und Ergänzungen vorbehält. Eine sehr sinnvolle prophylaktische Maßnahme, wie sich später herausstellt. In recht zügigem Tempo verlaufen in Frankreich die Vorbereitungen für die Dreharbeiten. Pierre Nivollet, ein Experte in der Umsetzung historischer Stoffe für das Fernsehen, erhält die Aufgabe, das Drehbuch zu verfassen. Zusammen mit Walter Ulbricht hat Nivollet kurz zuvor den Ritterstoff Quentin Durward für eine Fernsehserie aufbereitet, die auch im ZDF sehr erfolgreich lief. Von daher ist man mit der Wahl des Drehbuchautors auch auf deutscher Seite einverstanden. Die Regie übernimmt André Humbel, ein auch auf dem Mantel-Degen-Parkett geübter Altmeister des französischen Kinos. Humbel, damals 75 Jahre alt, hat sich in Frankreich in den 50er und 60er Jahren vor allem durch Komödien und Abenteuerfilme einen Namen gemacht. Seine Fantomas-Trilogie beispielsweise zählt auch heute noch zu den beliebtesten französischen Kinoklassikern. Die Hauptrolle wird mit Jean Marais besetzt, was vor allem auf Betreiben Humbels geschieht. Für den Regisseur gibt es keinen Darsteller, der diese Rolle besser verkörpern könnte. Das stört nicht einmal die Tatsache, dass Marais im Grunde 30 Jahre zu alt für diese Aufgabe ist. Auch der ORTF übersieht diesen Aspekt, da man sich von der Popularität dieses Memen in Frankreich einiges verspricht. Ganz anders reagiert man in Deutschland, als der Zuschlag für Jean Marais bekannt wird. Walter Ulbricht äußert sich entsetzt. Was sollen wir denn mit diesem Altstar anfangen? Ein weiterer Punkt, der auf deutscher Seite den Missmut steigert, ist die Tatsache, dass dem deutschen Vertragspartner erst unmittelbar vor Beginn der Dreharbeiten Einsicht in das Drehbuch ermöglicht wird. Die Arbeit Nivollets ist aus französischer Sicht hervorragend gelungen, denn das Drehbuch weist eine sehr werkgetreue Umsetzung des Romans auf. Doch die Verantwortlichen beim ZDF und der Tele München sehen das ganz anders. Mit Entsetzen erkennen die Redakteure Stefan Barkawa und Alfred Nathan sowie Walter Ulbricht, dass dieses Drehbuch viel zu französisch ist. Gespickt mit unendlich vielen Rollen, einem zähen Handlungsablauf sowie einer fast extremen Melodramatik erweist sich diese Arbeit für deutsche Verhältnisse als völlig ungeeignet. Die Tele München reagiert sofort und stellt einen umfangreichen Katalog mit Änderungsforderungen zusammen, der umgehend nach Paris übermittelt wird. Der ORTF zeigt zwar Verständnis für die Einwände, ein konkretes Einlenken ist aber nicht zu bemerken. Zwischen den Koproduktionspartnern entwickelt sich ein Kleinkrieg, der beinahe zum Bruch der Partnerschaft führt. Doch so weit kommt es nicht. Humbel akzeptiert die meisten Änderungswünsche der Tele München und somit auch der ORTF.
Darüber hinaus vertraut man in Mainz auf die deutsche Nachbearbeitung, auf Schnitt und Synchronisation, die mitunter Wunder bewirken können. An der Besetzung der Hauptrolle ist jedoch nicht zu rütteln. Durch den nicht geringen Etat sind die Voraussetzungen für Besetzung und Ausstattung nahezu ideal. Kein Wunder also, dass für viele Rollen namhafte Schauspieler verpflichtet werden können. Neben Jean Marais tritt Guy Trejean, ein in Frankreich sehr beliebter Theater- und Filmschauspieler, als König Ludwig XV. Auf. In der Rolle des Jean Dubarry agiert Henri-Jacques Huyer. Aus Deutschland kommt die durch diverse Fernsehrollen bekannt gewordene Doris Kunstmann, die als André de Tavernet in einer Hauptrolle zu sehen ist. Shootingstar Udo Kier wird als Weise Gilbert ebenfalls eine Hauptrolle besetzen. Louise Marlon, eine als Geheimtipp gehandelte Akteurin aus Kanada, wird die Gräfin Dubarry verkörpern. Die Rolle von Cagliostros Frau und Medium Lorenza Feliciani übernimmt die Italienerin Olympia Carlisi. Was die Ausstattung und die Auswahl der Drehorte betrifft, verlässt man sich in Deutschland auf die französischen Experten, wie sich herausstellt, zu Recht. Fast sämtliche Innen- und Außenaufnahmen werden in der Umgebung von Paris gedreht. Einige der schönsten Schlösser der Île-de-France, wie zum Beispiel Champs-sur-Marne oder Vaux-le-Vicomte, bieten die optimale Kulisse für die Dumas-Verfilmung. Für mehrere Wochen im Spätsommer und Herbst 1971 sind diese Bauwerke in fester Hand des TV-Teams. Schauspieler und Statisten werden mit zeitgenössischen Kostümen ausgestattet, sodass Szenen höfischer Prachtentfaltung in den entsprechenden Sälen von Vaux-le-Vicomte oder dem berühmten Königsschloss Fontainebleau authentisch inszeniert werden können. Man spürt, dass Regisseur Unbel großen Gefallen an der üppigen Ausstattung und den prachtvollen Drehorten findet. Das gesamte Team lässt sich von seiner Begeisterung anstecken und genießt das Flair des wiederbelebten Rokoko während der Drehtage. Die Kooperationsbereitschaft mit den französischen Regionalverwaltungen, denen die historischen Gebäude zum Teil unterstehen, ist hervorragend. Ebenso die Hilfsbereitschaft einiger privater Schlossbesitzer. Im Ganzen hat man das Gefühl, dass die Verfilmung eines Romans von Alexandre Dumas in Frankreich bei der Bevölkerung von großem Interesse sei. Oder basiert die hilfsbereite Haltung vieler Franzosen auf der Tatsache, dass Jean Marais die Hauptrolle spielt? Auf alle Fälle bemerkt man die anhaltend große Popularität dieses Schauspielers, der während der Dreharbeiten durch sein freundliches Wesen sowie seine ruhige und souveräne Arbeitsweise auffällt. An jedem Drehtag erscheint Marais auf die Minute pünktlich am Set und bietet optimal vorbereitet überzeugende Darstellungskunst. Immer noch sind Professionalität und Mut die wesentlichen Merkmale dieses Schauspielers. So lehnt er es selbst mit seinen knapp 60 Jahren kategorisch ab, bei gewagteren Szenen gedoubelt zu werden, was dazu führt, dass Regisseur Unbel während der Dreharbeiten mehr als einmal zittert. Von dieser konsequenten Arbeitsweise und Rollenidentifizierung besonders beeindruckt, zeigt sich Udo Kier, der ähnlich wie sein französischer Kollege gern alle Stunts selber machen würde. André Unbel lässt den jungen Akteur tatsächlich auch ein paar gefährlichere Szenen selbst spielen, so den Sprung auf eine fahrende Kutsche. Die Dreharbeiten kommen in einem zügigen Tempo voran, sodass zu Beginn des Jahres 1972 alle Aufnahmen im Kasten sind. Im Juli erfolgt in Paris die Abnahme der französischen Originalfassung. Die Produktion, die im französischen Fernsehen in 7 Folgen zu je 55 Minuten laufen wird, entspricht vollkommen den Erwartungen. Die Erstausstrahlung im französischen TF1 zu Beginn des Jahres 1973 wird vom Publikum wie auch von der Kritik begeistert aufgenommen. Vor allem die Darstellung Cagliostros durch Jean Marais wird vielfach gelobt. Es ist unglaublich. Er kann einfach alles und besitzt obendrein noch das Geheimnis der ewigen Jugend, jubeln die französischen Gazetten. Aus deutscher Sicht erweist sich das französische Endprodukt als unbefriedigend. Die Änderungsmaßnahmen, die durch die Telemünchen durchgesetzt wurden, vermochten nur oberflächlich etwas zu ändern. Das Gesamtergebnis ist für deutsche TV-Verhältnisse kaum zu gebrauchen. Da man seit der Kenntnisnahme des Drehbuchs mit diesem Resultat gerechnet hat, ist man weder in Mainz noch in München besonders entsetzt. Jetzt gilt es, aus der Situation das Beste zu machen. Keine leichte Aufgabe, die im Grunde nur einer meistern kann: Walter Ulbrich,
Der unbestrittene Meister am Vierteiler-Schneidetisch bastelt aus dem siebenteiligen Josef Balsamo einen völlig neuen Film. Umfangreiche Kürzungen sowie teilweise radikale Umstellungen innerhalb des Handlungsablaufs lassen Ulbrich eine fast völlig neue Geschichte kreieren. Da ihm auch die musikalische Szenenuntermalung der französischen Originalfassung missfällt, erhält Seewolf-Komponist Hans Possegger den Auftrag, akustische Schützenhilfe zu leisten. Die neue Musik wirkt wahre Wunder. Düster und geheimnisvoll verleiht die synthesizerlastige Musik Possegas den Bildern in Wels eine bisher nicht vorhandene Intensität. Nur wenige Sequenzen von der Musik des französischen Komponisten Hubert Rostand bleiben erhalten. Da man den Titel der französischen Originalfassung Josef Balsamo für deutsche Zuschauer als nichtssagend empfindet, entschließt man sich, der auf drei Teile zu jeweils 90 Minuten geschrumpften Produktion den schlichten, aber markanten Titel Cagliostro zu geben. Letzten Schliff erhält der Dreiteiler durch die deutsche Synchronisation. Michael Chevalier begleitet als Erzähler in der Rolle des sich erinnernden Gilbert die Handlung. Die vielen Schwierigkeiten innerhalb der gesamten Produktionszeit machten eine rechtzeitige Fertigstellung zur Weihnachtszeit 1972 unmöglich. Cagliostro wird schließlich zum Jahresende 1973 ins Hauptabendprogramm genommen. Die Reaktion beim Publikum ist durchweg positiv. Die Zuschauer fühlen sich von Cagliostro überwiegend gut unterhalten. Auch die Sehbeteiligung ist mehr als zufriedenstellend und übertrifft bei weitem die Erwartungen. Bei genauerer Betrachtung wird man feststellen können, dass die TV-Arbeit von André Unbel alle Faktoren beinhaltet, die einen guten Mantel- und Degenfilm ausmachen. Üppiges Dekor, prächtige Schauplätze, prachtvolle Kutschen und Feste, schöne Frauen sowie gut aussehende Männer, die unerschrocken jedes Hindernis bewältigen. Der Kritiker des Gong bringt es 1974 in seiner Bewertung auf den Punkt. Vergnügen an Abenteuern und Intrigen. Historie war egal. Hauptsache Spannung. Nichts wäre irriger, als von Dumont und damit von diesem Film Aufschluss über den historischen Cagliostro zu erwarten. Im Roman wie auf dem Bildschirm geht's in erster Linie um das Vergnügen an einer spannend erzählten Geschichte. Abenteuer, Intrigen, schwarze Magie, Geheimbündelei, Rauf- und Fechtszenen, männliche Bravourstücke und die Triumphe schöner Frauen.